Die Idee, die ich vorstelle, ist, dass man von vornherein Systeme anders entwirft als Systeme von Systemen, die aus einzelnen Teilen bestehen, die individuell für sich ein autonomes Eigenleben führen. Mein Name ist Stefan Tilkoff, ich bin Geschäftsführer und Principal Consultant bei einer Technologiefirma namens InnoQ und ich bin hier, um eine Keynote zu halten zum Thema nachhaltige Architektur für große Systeme. Wie macht man das und wie bekommt man diese Systeme nachher wieder zu einem kohärenten Ganzen zusammen, das man als Ganzes dann auch wiederum dem Endanwender zur Verfügung stellen kann? Softwareentwicklung für mich ist die neue Form von Kunst. Man ist in der Lage, etwas zu schaffen, das es vorher nicht gegeben hat. Und das ganz, ganz einfach mit ganz einfachen Worten und Buchstabenkolonnen. Mein Name ist Ines Abdallah. Ich bin Head of Software Development bei der DevBiz GmbH in Berlin. Wir entwickeln Software für die Verlagsgruppe Georg von Holzbrink. Die DevBiz GmbH ist hier mit zwei Workshops vertreten. Es geht um Git. Das ist ein Versionskontrollsystem, wo Entwickler ihren Softwarecode verwalten und auch testen können, indem dort weitere Tools hinten angeschlossen werden. Die Workshops gliedern sich wie folgt. Es gibt zuerst einen Beginners-Workshop, wo halt Entwicklern, die bisher noch nicht direkt mit Git gearbeitet haben, klargemacht wird, wie das funktioniert und wie es sich zum Beispiel von anderen Tools wie Subversion oder Bitbucket unterscheidet. In dem zweiten Workshop, der danach stattfindet, ist ein Advanced-Workshop. Das heißt, da werden spezifischere Tools vorgestellt, die ein erfahrener Git-Entwickler mit einsetzen kann. Das sind Porcelain und ähnliche Tools, die dabei helfen, den Umfang und das Vermögen, das einem halt dieses ganze Git-Framework anbietet, noch viel, viel tiefer und viel, viel intensiver, besonders in Gruppenarbeit zu benutzen. In erster Linie nutzen wir den Tech Day hier von Holzbrink natürlich dafür, uns auszutauschen, zu networken und halt auch zu lernen, wie andere Firmen mit technologischen Herausforderungen umgehen, was für Technologien sie einsetzen. Ja, mein Name ist Martin Walter, ich bin der verantwortliche IT-Leiter bei MyHammer. Synergien nutzen ist absolut ein Thema, ganz klar. Vielleicht rückblickend zum letzten Technologie-Day 2013, da haben wir in der Tat einen Vortrag gehört, von Kollegen, die hier gehalten wurden, der hier gehalten wurde, über eine Technologie, die wir dann später auch eingeführt haben bei MyHammer und extrem davon profitiert haben im Bereich Software Load Balancing. Gute Frage, hat er darüber was erzählt? Wir haben da was total Interessantes gesehen und haben es dann mal geprüft für uns. Macht es Sinn? Hat es total gemacht und sind jetzt viel flexibler und sparen jeden Monat Tausende von Euro. Also es bringt Synergien absolut.